Und da begrüße ich euch zum Eagle-Modus in Sonic City, das Remake, erschienen für PS3, Xbox 360, PC, für Handys, hier gespielt die PS3 PSN-Version. Ja, ich damit auch willkommen nochmal zum Dual-Let's Play. Der ein oder andere hat vielleicht den Tails-Part zuerst gesehen, der ein oder andere wird aber auch den Eagle-Part vielleicht zuerst sehen, je nachdem. Ich bin der Michael, werde euch durch das Abenteuer auf Little Planet begleiten. Wir werden durch die Zukunft und Vergangenheit und natürlich hier die Gegenwart immer reisen. Dual Let's Play extra, weil man im Remake mit Sonic oder Tails spielen kann. Zudem kann man beide Musikstile, Japan und Europa, auswählen. Und deshalb habe ich mich entschieden. Ich mache einen Sonic-Modus, einen Eagle-Modus. Dort werde ich mich auf den amerikanischen Music-Stil konzentrieren. Und dann mache ich noch einen Tails-Modus. Dort werde ich den... Ja, habe ich gerade japanischen, europäischen gesagt? Nein, ich meine natürlich den amerikanischen Musikstil werde ich mit Sonic genießen und spielen. Und mit Tails spiele ich den japanischen, europäischen Soundtrack. Ja. Wir wollen mit beiden Charakteren versuchen, so viele Steine wie möglich zu sammeln. Die Time Stones hier, bekannt sind sie, glaube ich, mehr ein bisschen als Chaos Emeralds. Bei Tails hat es leider heute, wer es noch nicht gesehen hat, nicht geklappt, richtig? Da habe ich leider nur einen gekriegt. Mit Tails und mit Sonic werden wir ja gleich rausfinden. Aber ich habe gerade mal erstmal ein Problem. Ich habe noch keine 50 Ringe. Aber wir reisen wie bei Tails jetzt erstmal an der gleichen Stelle hier in die Zukunft. Dies passiert, wenn wir ein gewisses Speed drauf haben. Also wenn wir schnell genug sind und dies auch halten. Ja, mir macht das noch ein bisschen Bauchschmerzen, dass ich noch nicht 50 Ringe habe. Aber hier oben, wenn wir mal zurückgehen, finden wir 50 Ringe, beziehungsweise haben Ringe gefunden. Jetzt machen wir vielleicht sogar noch eine Zeitreise wieder zurück, in der Tat, in die Gegenwart. Wir waren jetzt in die Zukunft, haben jetzt ein Schild eingesammelt, Vergangenheit. So befinden wir uns wieder in der normalen Welt. 50 Ringe haben wir auch, das bedeutet, da waren wir ja schon am Ziel. Das bedeutet, wir können in den großen Ring, wo ich gerade reingesprungen bin. Und dann kommen wir in die gleichen Special Stages wie Tails. Mit Tails hat es geklappt. Den ersten habe ich gekriegt. Auch knapp. 7 Sekunden hatte ich nur noch. Mal schauen, ob ich mich mit Sonic ein bisschen besser anstelle. Oben sehen wir die Zeit in der Mitte. Jetzt 100 Sekunden. Diese läuft rückwärts. Ich mache den gleichen Fehler wie bei Tails. Sehr interessant. Ich bin mal gespannt. Inhaltlich sind ja beide gleich. Außer Sonic wird Amy retten. Wie wir im Intro-Video gesehen haben, haben wir zwar Amy nicht gesehen, allerdings werden wir Amy hier kennenlernen. Das habe ich im Tails-Part gesagt. Das wird auch sehr interessant werden. Es lohnt sich also, in beiden mal einzuschalten. Das kann ich versprechen. Augenmerk liegt natürlich auf Tails, aber wir müssen uns ein bisschen an Sonic dran gewöhnen. Weil Kenner wissen natürlich, es erschien noch Sonic the Hedgehog 4. Oh, das wird ein epischer Sprung, der leider nicht das UFO getroffen hat. Kenner wissen natürlich, es gibt noch Sonic the Hedgehog 4.
Und da können wir nur Sonic spielen. Deshalb kleine Drangewöhnung. Ja, mit Sonic haben wir uns besser angestellt als mit Tails. Den ersten Time Stone bzw. Chaos Emerald haben wir. Und da gehen wir gleich über in den zweiten Act. Und hoffen natürlich, dass wir auch da in die Special Stage kommen. Wer weiß, vielleicht wird dann Sonic am Ende der ersten Folge mit Tails im Fuchsmodus und mit Sonic im Eagle-Modus führen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal 50 Ringe sammeln. Ich gehe lieber unten hin, den Weg habe ich ein bisschen im Kopf. Sonic hat natürlich ein Handicap. Er kann nicht fliegen wie Tails. Deshalb müssen wir hier doppelt so gut aufpassen. Spielen tue ich immer mit Tails voraus ein bisschen. Beziehungsweise nicht voraus. Ich spiele die Folge zuerst mit Tails, dass ich die Levels kennenlerne, aber trotzdem kann sowas wie hier eben passieren. Ich kann es nicht versprechen, dass wir alle kriegen. Also, das glaube ich auch nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Wie ihr ja auch sehen könnt, ich bin hier relativ vorsichtig. Versuche es zumindest. Vielleicht sollte ich bei Sonic noch erklären, wenn der Typ hier weg ist. Der kann normal sprinten, beziehungsweise normal sich nur noch Kugel zusammenrollen und dann Turbo-Shoot machen. Wenn wir allerdings stehen bleiben, nach oben drücken, kann er auch einen neuen Turbo-Shoot machen. Ganz interessant. So, mal schauen. Schauen wir mal die Vergangenheit an. Das haben wir im Mini-Let's Play noch nicht gesehen mit Tails. Was wir nicht geschafft haben. Schade. Aber es ist ja auch erstmal wichtig, dass wir hier über 50 Ringe kommen. Das sollte uns, glaube ich, am meisten interessieren hier. So, gut abgesprungen. Den 10er mitgenommen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir ja doch noch in die Vergangenheit. Ja, in der Tat. Jetzt sind wir nämlich in der Vergangenheit. Mal gucken, wie es aussieht. Ui. Auch die Musik ist ein bisschen anders geworden. Videospielmusikfreunde dürfen sich natürlich wieder freuen. Ich werde die Soundtracks am Tag der Veröffentlichung der Folgen hochladen. Vielleicht sollte man noch beachten, man kann ja auch verschiedene Kapseln verstören. Wir haben im zweiten Teil Metal Sonic kennengelernt. Und hier gibt es solche komischen, ich glaube, Metal Sonic Kapseln direkt. Haben wir hier unten nicht eine? Ja, hier hinten. Nee, das ist zwar keine Kapsel, aber das ist ein Ebenbild von Metal Sonic. Die können wir zerstören. Und dann können wir, glaube noch zudem aus der Zukunft eine gute Zukunft machen. Oder was? Vergangenheit? Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber ich werde mich, wie gesagt, hier auf die Levels konzentrieren und halt versuchen, die Special Stages so gut wie es geht zu machen. Ja, schauen wir mal. Wir kommen jetzt auf jeden Fall in die zweite Special Stage, so wie mit Tails. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Denn wir müssen ja auch hier wieder jetzt 6 UFOs zerstören in 100 Sekunden. Nochmal zur Erinnerung. Ich habe es, glaube ich, im Eagle-Modus noch nicht gesagt. Auf das Wasser, das Blaue, sollten wir nicht gehen. Weil da läuft die Zeit ganz, ganz, ganz schnell. Ah, da habe ich, glaube ich, jetzt sogar ein bisschen geschlafen. Oh, da haben wir auch Glück gehabt eben. Es geht mir fast gerade sogar ein bisschen zu schnell, aber es läuft besser als mit Tails. Aber 2-3 Mal aufs Blaue gehen und dann läuft es schon wieder nicht so gut. Aber wir brauchen nur noch ein UFO. Sprich, das heißt, ich bin mir jetzt ziemlich sicher,
dass wir dies hier schaffen. Das ist ja ganz schön schnell. Das haut ab. 50 Sekunden somit nur noch. Ab jetzt. Und ich bin mir nicht sicher. Mal gucken. Kriegt man eine Drehung hin? Jawohl. Und Sonic hat zwei Edelsteine. Die Time Stones. Tails hat leider nur einen. Und jetzt gehen wir natürlich zum Boss. Wir werden 7 Zonen durchreißen mit 3 Acts, beziehungsweise 2 Acts und ein Boss-Act. Und ja, schauen wir mal. Mit Tails war es relativ einfach, wer es gesehen hat. Aber wer es nicht gesehen hat, der wird es auch gleich merken, was ich wohl gemacht habe. Mit Sonic bin ich mir immer noch nicht sicher, wie kann ich den jetzt besiegen. Es wird bestimmt schwer. Vielleicht sollte ich das Schutzschild mitnehmen und beziehungsweise die Unverwundbarkeit ausnutzen. Ich bleib mal hier stehen. Ah, es wird nicht gehen. Oh, oh. Doch. Dank Schutzschild. Dank Schutzschild. Beziehungsweise Unverwundbarkeit. Das war einfach. Also der erste Boss war mit beiden Charakteren ganz, ganz easy. So, und damit ist der Eagle-Modus auch vorbei in der heutigen ersten Folge. Ich bedanke mich bei jedem, die die ersten zwei Parts in der ersten Folge gesehen haben. Ich heiße euch beim nächsten Mal herzlich willkommen und dann könnt ihr ja entscheiden, welchen Modus ihr schauen wollt oder ihr schaut einfach beide. Ich würde mich, egal über welche Entscheidung, freuen. Bis dahin, euer Michael, sagt Tschüss.